Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Three Houses. Im letzten Part haben wir die Schlacht am Roten Canyon gewonnen, obwohl ich noch einen relativ großen und dummen Fehler gemacht habe, aber es lief dennoch noch alles gut. Und mal gucken, worüber Byleth jetzt direkt nach der Schlacht dann so nachdenkt. Ich erinnere mich, dies war ein Ort des Friedens. Seit wann heißt dieser Ort denn Roter Canyon? Keine Ahnung. Ich erinnere mich. Okay, gut. Anscheinend. I wonder why it is that you recall this place. You must be weak of heart. Each time I speak, it scares you so. Es tut mir leid, du hast mich erschreckt. Ich bin nicht erschrocken. Keine Ahnung. Hier lüge ich ja, weil ich... Er ist ja wirklich erschrocken, beide so ein bisschen. Was ich bei ihr zu entschuldigen, ist auch komisch. Aber sowas Fieses zu ihr zu sagen, ist auch... Boah, ich habe keine Ahnung. Ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Ich bin mal... Aber sie hat schon mal gemocht, wenn wir uns entschuldigt haben für etwas. Also ich sag mal, es tut mir leid. Although the battle's at an end, do not feel too at ease. Well, anyhow, I am quite fascinated by this place. As far as I can tell, this is your first time here. Und doch fühlt es sich vertraut an. Warst du schon einmal hier, Sothis? Ich frag sie mal einfach. Here? I dare say it would be impossible to have forgotten such a place as this. I must admit I am unsure. Beyond the name and the strange feeling of familiarity, I can't seem to remember anything about this place. And yet, a great depth of emotions tied to that sense of familiarity. Like joy and sorrow, pain and love, and all things in between. If I was somehow here before, I wonder what took place. Professor, I was wondering where you were. It's about time we headed back to the monastery. Yeah. It is time to depart. But know that time reveals all things. One day I will remember that which I have lost. Oh, by the way, it seems you've earned my gratitude. The thieves who came here are no more. Dein Dank? Warum bist du... dein Dank? I am not sure myself, yet I am grateful all the same. In any case, you must become accustomed to my voice. If you fall down with shock each time I speak, that just won't do. Oh, you think you're standing strong? Of course you are. It was a jest. Okay. Aber sie ist auch verwirrt und hat keine Ahnung, was mit dem Ort auf sich hat. I had the chance to observe the Red Canyon. Did you notice anything, Professor? Was meinst du damit? Ja, das ist es. Ja, das... Ich weiß nicht, ob sie jetzt auch darauf anspielen will, dass wir, dass Byleth und Sothis, ich meine, sie kennt ja Sothis gar nicht, dass sie schon mal an dem Ort waren. Aber keine Ahnung, ich mach das mal. Of course. I expected as much. The area was covered in ruins, each more curious than the last. They did not match the architectural style of any era or culture within the Empire, or across all of Fodlan for that matter. That can only mean one thing. The Valley civilization must have flourished and fallen in the distant past, long before the Empire was established. Who do you think lived there? Unsere Ahnen? Angehörige einer längst vergessenen Kultur oder Wesen aus dem Untergrund. Das glaube ich weniger. Ja, es könnte beides sein. Einfach. Ich meine, sie hat ja gerade schon selbst davon gesprochen, dass es eine andere Kultur, eine andere Zivilisation war. Ich nehme mal das hier. It's possible they weren't even human.
Perhaps their remnants still influence this world. Waren es doch die Monster aus der Unterwelt? Okay, interessant. So you have safely disposed of those bandits. I pray that their souls find salvation. But why did they target the students to begin with? We must further investigate the true cause of all that took place. Until we know more, I ask that you support the students and relieve them of any unnecessary worry. Selbstverständlich, ich werde mein Bestes geben. Ja, ist dasselbe. Wurscht. Good. I have high expectations for you. By the way, how was your time in Xanadu? Legend has it, in ancient times, a goddess alighted upon this world in that very canyon. For a goddess from the heavens, Xanadu could only have been a temporary haven. Eine Göttin? Long ago, the divine Seiros received a revelation from the goddess. A gift to help guide the lost. The goddess is always watching over Fodlan from her kingdom above. However, in ancient times, the goddess graced this world with her presence and offered salvation to the people here. She is the mother of all life, the arbiter of every soul. Ja, vielleicht ist die Göttin irgendwie Sothis oder sowas, kann ich mir schon vorstellen. Oder die hat bestimmt irgendwas damit zu tun, das wusste ich nicht, das hat mir mein Vater nie erzählt. Soll ich jetzt meinen Vater reinbringen? Ich mach das mal, das ist witziger auf jeden Fall. Also auf ihre Reaktion bin ich eher gespannt als beim oberen. I see. During your time here, I pray that you come to devote yourself to the teachings. Aber sie mag ja meinen Vater nicht so wirklich, glaube ich. Naja, egal. Lady Rhea, I am sorry to interrupt. There is something I must ask about in regard to those bandits. As you wish. We shall continue our discussion when next we meet. A goddess? I have no memory of her. But then, I have no memory at all. Ja. Oh, how bothersome. It is as though I know, and yet I don't. Perhaps Xanadu was my home back when the goddess walked the land. If so, what does that make me now? A ghost? Hm, Göttin? So muss es sein. Ich weiß es nicht. Nee, sie ist... ich meine, sie ist schon irgendwie geil. Ich meine, Geist kann ja alles sein. Keine Ahnung. Ich mach sogar mal, so muss es sein. Ich finde das witziger auch. Are you simple? That's impossible. I am most certainly alive. Of course, we also have the mystery of why I'm here with you. Is it somehow connected? Ja, das mache ich auch ganz gerne, wenn ich keine Ahnung habe, was jetzt die richtige Antwort ist oder ob es überhaupt eine richtige gibt, nehme ich einfach die lustigere irgendwie. Das finde ich auch ganz cool. Perhaps some past regret is stopping me from moving on, and now I'm forced to stay with you instead. No, that's not it. I can't believe in such a meaningless existence. Müde schon wieder. Sowas aber auch, was ganz Neues. Okay, die Macht der Wappen kam für eine Millisekunde. Das habe ich jetzt bestimmt durchlesen können. Stattdessen kommt Runen und Türen, was ich schon kenne. Aber okay, ist auch nur ganz kurz. Oh, wieder Geschichte. Part 1. White clouds. Garland moon. Mutiny in the mist. When the warm winds blow from the sea to the south of Adrastia, residents of Fodlan know that the rainy season is upon them. Before the heavy rains take their toll, young women hurry to pick the last of the white roses. The ivory buds are woven into garlands and given as gifts to close friends or potential lovers. Das ist echt mega cool, wie man da immer, wenn ein neuer Monat losgeht, ein bisschen was zur Hintergrundgeschichte oder halt zur Kultur in Fodlan lernt. Das ist echt total cool, finde ich. So,
Und wieder Bögen. Ja, ich hätte mir das echt gerade ganz gerne durchgelesen zu den Wappen, weil ich die Wappen immer noch nicht so ganz verstanden habe. Aber okay. Genau, da habt ihr mir auch schon geschrieben, dass ich da mal beim Erkunden mal bei Henman irgendwie vorbeischauen sollte und dass ich da zumindest seine Unterstützung erhöhen kann, wenn ich da mir das Wappen irgendwie genauer angucke oder sowas da. So, neue Bereiche können erkundet werden. Und 3000 Geld kriege ich, oder Gold. Cool. Professor, I have a new mission for your students. Okay, genau, jetzt wird mir wieder erklärt, was dann am Ende des Monats die große Schlacht sein wird und was ich da so tun muss, dass ich mich da den ganzen Monat dann darauf vorbereiten kann. Ja. We have received reports that Lord Lonato has rallied troops against the Holy Church of Seros. Wer ist Viscount? Nee, nicht Viscount, Viscount oder so? Keine Ahnung. Donado auf jeden Fall. Warum sollte er so etwas tun? Ich frag mal erst, wer es ist. Lord Lenato is a minor lord of the kingdom. He's been showing hostility toward the church for some time now. A vanguard unit from the Knights of Seros is already on its way to his stronghold, Castle Gaspar. Lord Lenato's army is nothing compared to the Knights. It is quite possible the rebellion has already been suppressed. Even so, I would like for your class to travel with the Knights' rear guard to deal with the aftermath. War zones are unpredictable. We do not expect you will have cause to battle, but be prepared for the worst. Nee, bestimmt nicht, auf keinen Fall. Excuse me. You sent for me, Lady Rhea? This is Catherine. She will be leading the knights whom you will be accompanying. Nice to meet you. We've heard a lot about you. Hi. If you need anything, just ask. She is one of our bravest knights, and that is no small feat. Only an exceptional few have what it takes to join the Knights of Seros. This mission should prove useful in demonstrating to the students how foolish it would be to ever turn their blades on the church. Okay. Ja, das ist ein ganz interessantes Thema auch mit der Kirche, weil die Kirche da so über allem steht, irgendwie. Ja, da kann man noch einiges interessantes Zeug draus machen. Und jemand hat Geburtstag, Sylvain nämlich. Ja, machen wir. Thank you so much. Gern geschehen. So, und da will ich ziemlich sicher erkunden, wenn ich darf. Aber ich glaube, ab jetzt ist es so, dass ich mich wirklich frei entscheiden darf. Die ersten paar Male war es mir vorgeschrieben, dass ich halt alles einmal sehe. Aber ab jetzt darf ich, glaube ich, frei entscheiden. Genau. Und da steht auch, wer so in der Welt was gemacht hat. Die allermeisten haben Erkunden gemacht. Ganz wenige nur Seminar und noch weniger Kampf und noch weniger haben Ausruhen gemacht. Und ja, wir können ja sehen, dass es eine gute Idee ist, heute sowohl zu angeln, als auch ins Gewächshaus zu gehen, als auch was zu essen, als auch im Chor zu singen. Alles ist mega heftig gerade. Und ja, ich will definitiv erkunden. Ganz klar. Marktplatz kann ich ja dann auch gleich noch machen. Bei meinem Examen kann ich mal gucken. Aber genau, da habt ihr mir auch schon geschrieben, dass es eh noch gar nicht geht, weil das ist nämlich ein bisschen doof. Man braucht nämlich, ja, gerade eben stand es da, man braucht für Primarstufe Level 5, da unten steht's. Und für Mittelstufe Level 10 und dafür Level 20 sogar. Und dann dafür irgendwas anderes, keine Ahnung. Aber ja, ich habe noch eh mit keinem Level 5, also ich kann das sowieso noch gar nicht machen. Ich wollte ja sogar Mittelstufe schon machen mit ein paar, weil ein paar meiner Einheiten haben da ja sogar schon ganz gute Prozente. Ich meine zum Beispiel jetzt irgendwie, warte mal kurz, Linhard zum Beispiel, könnte doch mit Sicherheit schon zu einem Priester ziemlich gut werden, oder? Ich will mal kurz gucken. Hier, genau, 100% hat er schon einfach, aber es geht halt nicht, weil ich halt Level 10 brauche. Ja, das ist halt ein bisschen doof, leider, und ein bisschen schade, dass ich mit all meinen Einheiten jetzt noch auf der Standardklasse bleiben muss. Aber dann nach dem nächsten Kampf, dann werde ich schon die ersten paar auf jeden Fall zu einer anderen Klasse wechseln lassen können. Aber aktuell halt noch nicht. Okay, auf jeden Fall, Marktplatz kann ich ja dann auch währenddessen machen. Wir erkunden auf jeden Fall mal. Ja. Tadam. Missionshilfe. Bittest du einen Studenten außerhalb deines Hauses um Hilfe, schließt dieser sich dir bis zum Monatsende in Schlachten und Missionen an. Okay. Jeden Monat kannst du immer nur einen Studenten um Hilfe bitten. Dieser Student erhält dann keine Erfahrungspunkte. Okay, also einen Studenten eines anderen Hauses kann ich mitnehmen für Schlachten. Der kriegt aber keine Erfahrungspunkte, wenn ich ihn mitnehme. Aber okay, ich kann halt die Unterstützung erhöhen. Was ja wichtig ist, wenn ich dann die anderen Einheiten halt rekrutieren will aus anderen. Oh, Soph ist übrigens, hi. aus anderen Häusern. Okay. Hi, ja. You have spent quite some time in here, engaging in such idle chatter. Do you not know that we have not a moment left to waste? Na, ganz ruhig. Ich hätte aufmerksam sein sollen. Sorry. You must try harder from ja, now immer entschuldigen bei ihr, das ist oftmals gut. Habe ich schon gelernt. Okay.
So, wir haben auch einiges zu tun. Erscheinung ändere ich mal nicht. Wir können mal kurz die Pinnwand uns angucken. Ja, da gibt es einiges zu tun. Ich werde die erstmal kurz annehmen, aber ich werde dann auch gleich wieder ein bisschen schneiden. Auf zur Bataillonsgilde. Okay. Ist euer aktuelles Bataillon stark genug? Genau. Kann ich dann die Bataillone wieder herstellen oder auch besser machen oder sowas? Das will ich auf jeden Fall dann auch tun. Iriza oder Chiriza ist das, okay. Aber erstmal nicht. Dann verloren gefunden von Gerald. Mir ist da etwas abhanden gekommen und ich könnte Hilfe bei der Suche gebrauchen. Kriege ich auch einiges dann? Nimm an einer Fortbildung teil. An alle Lehrkräfte. Ab diesem Monat haben alle Mitglieder der Fakultät die Möglichkeit, sich von den Rittern und den anderen Lehrkräften fortbilden zu lassen. Okay, auch cool. Und die Sorgen der Bewohner, all jene, die sich mit Problemen herumquälen, die sie lieber nicht in aller Öffentlichkeit besprechen möchten, werden hiermit ermutigt, sich im Dom beraten zu lassen. Okay, von mir sei das. Und ich werde dann jetzt gleich wieder rumlaufen und dann versuchen, alle Gespräche und sowas zu machen. Ich werde euch aber nur die wichtigen zeigen und nur das wichtige Zeug allgemein, dass es erkunden nicht 5 Parts dauert. Aber ja, Schnitt. Okay, ich bin erstmal zum Übungsplatz gegangen und hier ist gleich mal Catherine dann. Das wäre übertrieben, ich tue bloß, was ich kann. Ganz genau, ich bin eine Naturgewalt. Ich weiß nicht genau. Sie wirkt eigentlich schon ganz cool. Und auch so, dass sie es mag, wenn man zu seinen eigenen Stärken steht und wenn man sich nicht zurückhält. Also ja, ich nehme das. Komm schon jetzt. Ernsthaft? Mann, ich hasse das. Das ist so schwierig, das nochmal richtig einzuschätzen. Das ist manchmal auch einfach wirklich ein Münzwurf gefühlt irgendwie. Oh, naja, na gut. Something about this situation doesn't feel right. Why would a minor lord raise an army against a foe he cannot possibly hope to defeat? Even within the Knights of Saros, Catherine is the strongest, by a large margin from what I've gathered. Why not seek her out as a sparring partner, Professor? Ja, können wir machen, aber sie mag mich ja jetzt anscheinend schon nicht, weil ich schon direkt verkackt habe. Catherine, Her skill is impressive, I'll admit. So is her sword. But I think she's hiding something. Nobody knows anything about her past. You should spar with her. She's strong. Stronger than you are, I bet. Okay, ich kann immer noch fragen, ob ich ihn rekrutieren will. Oder ich kann jetzt eben diese Missionshilfe machen, wo er mir dann hilft. Okay, aber nee, ich lass es mal. Würde ich sagen. Ja, ich muss mir das noch ein bisschen überlegen, weil bei Felix ist eigentlich jetzt keiner, den ich unbedingt rekrutieren will. Holznorf, ein Knopf, der sich von einem Herrenhemd gelöst hat. Gehört vermutlich jemandem von großer Statur. Okay, kann ich irgendwem zurückgeben? Vielleicht Raphael oder sowas? Mal gucken. Ja, das muss mir ein bisschen überlegen, wen ich eben rekrutieren will. Weil Felix, wie gesagt, nicht unbedingt. Aber diejenigen, die ich rekrutieren will, Leonie. Die sollte ich halt dann auf die nächste Mission mitnehmen. Ich konnte ja, wurde mir auch gesagt, nur eine einzige Einheit mitnehmen. Von den anderen. Richtig? Das wurde, glaube ich, gesagt. Also ich muss mir genau überlegen, welche ich dann mitnehmen will. Ich studiere hier, so ich kann das Beste sein, genau wie Captain Gerald. Do you think I've got it in me to be a top-tier mercenary professor? Hängt davon ab, wie sehr du dich reinhängst. Du hast es auf das Geld abgesehen, oder? Nee, so wurde. I'm going to work a lot harder than all the fancy nobles around here. I can tell you that. Okay. Ja, ich würde es mir aber ganz gerne mal angucken. Aber nee, ich werde es, wenn, dann bei einer Einheit machen, die ich auch gerne rekrutieren will. Aber ich weiß noch nicht genau, welche. Ich weiß halt bei den anderen Schülern auch nicht genau, von den anderen Häusern, was jetzt so exakt ihre Stärken und Schwächen sind. Ich weiß es so ein bisschen, aber halt nicht so mega exakt, sage ich mal. Ich meine, vielleicht wäre zum Beispiel noch ein weiterer Bogenschütze ganz cool. Da habe ich ja nur Bernadetta im Prinzip. Und da kann ich mir überlegen, dass ich einen Bogenschützen irgendwie rekrutiere. Ist nicht sogar Felix ein Bogenschütze so ein bisschen? Ich muss mir das noch überlegen, auf jeden Fall. Irgendjemand, genau, ist wieder in seinem Zimmer eingeschlossen. Oder in ihrem. Wer könnte das wohl sein? Okay. Aber sonst nichts Besonderes. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwas auswählen. Vielleicht sogar lügen oder so, dass wir und dann halt sagen, dass wir da sind oder nicht da sind oder so. Egal. Hat Raphael vielleicht was verloren? Hey, Professor, do you happen to have any food on you? I'm starving. No matter how much I eat before I train, I'm always so hungry after. My muscles must be going through a growth spurt. Schön für dich.
Ja, toll. Dann nicht. Ich meine, der ist aber auch voll sympathisch eigentlich. Ich meine, der ist auch sehr, sehr einfach gestrickt irgendwie. Der will halt immer nur draufhauen und essen. So ungefähr. Aber ich mag den trotzdem, den Raphael, ganz gerne. Aber Nahkämpfer habe ich eigentlich schon genügend. Ich habe ja vor allem Casper. Und der ist ja so ein bisschen der Haut drauf in meiner Gruppe irgendwie. So, weiße Blumensamen. Okay, genau. Ich will auch mal dann hier... Es sind sogar einige Leute. Und ich will ja auch ganz gerne da ein bisschen was anbauen natürlich wieder. Ein Gewächshaus und auch etwas ernten. Erstmal Petra. The plants of Fodlin are different ones than in Bridget. And people here are unknowing of the spirits who watch over the earth and bless it. Only the goddess is known. Is that factual? Mhm, okay. Dann noch Flane. If the flowers within the greenhouse are removed, they will soon wilt and wither. Is that not so, Professor? I feel I can empathize with them. The flowers. Flowers that thrive, despite their environment, are truly inspiring, are they not? Oh, schon gesagt. So, dann Gewächshaus. Hallo? Ja. So, Bedingungen sind ideal, genau. Wurde ja auch gesagt. So, ich will erstmal ernten. Dididim. Wir kriegen einiges an Zeug. Genau, ich habe nämlich auch geschrieben, dass man schon auch mehrere Pflanzen irgendwie anbauen kann. Okay, genau, ich kann die nämlich auch kombinieren hier. Also zwei kann ich gerade maximal machen. Und je nachdem, wie ich die kombiniere, kriege ich dann entweder mehr Sachen oder weniger, wenn die gut zusammenpassen oder nicht. Kann ich das irgendwie vorhersehen? Nee, kann ich nicht. Soll ich mal jetzt einfach irgendwas machen, random? Kräutersamen-Mix und weiße Blumensamen. Ich will das mal ausprobieren. Das könnte jetzt auch kompletter Käse sein. Wir machen das aber mal. Ja. Yay. Du hast die Samen der Gewächshausbetrauten übergeben. Komm bei der nächsten Erkundung an einem freien Tag wieder. Okay. Das ist aber trotzdem ein bisschen doof irgendwie, finde ich. Weil ich habe viel zu viele Samen und ich kann aber nur viel zu wenige pflanzen. Aber okay. So, ich könnte jetzt pfleglich stutzen. Was auch immer das heißt. Oder mit A mit Wasser gießen. Ja, ich habe ja sogar ein bisschen Geld. Ich muss ja auch noch das Gold verkaufen, was ich habe. Dann kriege ich noch viel, viel mehr Geld. Also ich würde das mal testen, was da passiert, wenn ich das mache. Ja? Yay. Toll. Okay, dann wird das Ergebnis halt vielleicht besser. Oder so. Ja. Wird schon passen. Hi there. So, jetzt nehmen wir mal die wichtige Quest entgegen von Yuritsa. I desired fresh air. Das sieht ja gar nicht ähnlich. Der Wind fühlt sich gut an. Ja, wir sagen mal das. Naja, egal. Ja, war das echt falsch jetzt einfach? Also ich meine, er sieht ja den nicht danach aus, das stimmt schon. Aber ich wollte halt auf eine Wellenlänge mit ihm kommen, aber ich bin da so schlecht bei sowas. I have a favor to ask. So, Schlaffel kann ein einsamer Ort sein, doch einer einzigen Person sind Grenzen auferlegt. Wollt ihr stärker und effizienter sein, solltet ihr die Bataillonsgilde besuchen. Mhm. Mit weiteren Bataillonen an deiner Seite hast du sicher einen Vorteil im Kampf. Sprich doch mal mit dem Bataillonsgildenleiter. Ja, machen wir auch. Das wollte ich eh machen. Okay, der ist dann da unten. Auf dem Marktplatz halt, ja. Genau. Aber wir können hier noch ein bisschen was uns mitnehmen. Nee. Ich will das hier mitnehmen. Genau. Vor allem auch weitere Haken natürlich. So. Weil ich will natürlich auch gleich wieder angeln. Aber ich kann... Ich weiß nicht, wie viele ich habe. Ich glaube, ich habe nicht so viele jetzt. Ich finde noch ein paar Fische, aber... nicht wirklich weitere Köder. Ich glaube, so viel angeln kann ich heute nicht. Wahrscheinlich. Okay, da ist noch eine. Gut. Ja. Dann testen wir es gleich mal. Wie oft ich jetzt heute so angeln kann. So, hi. Werde ich dann auch gleich wieder aber rausschneiden und euch nur die Ergebnisse zeigen, ist immer dasselbe. Ja, ich habe nur zwei nämlich, ne? Ich dachte, ich hätte noch irgendwo anders her auch einen, aber ich habe nur zwei Stück. Na gut. Mal gucken, was ich da so bekommen kann. Aber heute ist ja auch ein guter Tag zum Angeln. Mal schauen. Yay! Und zwar Caledonensis-Hecht. Ein Fisch mit sehr harten Schuppen vom Caledonia-Plateau. Wird für gemeinsam Essen verwendet. Yeah! Und nochmal denselben. Naja. Das hat sich jetzt nur so halb rentiert. Aber vielleicht finde ich ja hier beim Erkunden noch irgendwo anders Köder und kann dann nochmal angeln. Das kostet ja keine Aktivität. Mal gucken. Die besten Angelplätze. Eine Liste der Orte, an denen sich die Fische im Fischteich mit hoher Wahrscheinlichkeit scharen. Der Verfasser hat sich viele Gedanken gemacht. Yay, Dozentenrang erhöht. Oh, Claude. There's some minor noble rebelling in Fargus, right? He has no chance of winning.
I wonder what he hopes to achieve. Huh? Are you going along to help? Sounds like an easy victory, but good luck out there. Ja, werden wir schon hinkriegen, hoffe ich mal. Und hier ist Ferdinand und außerdem ein weißer Handschuh. Ein makelloser weißer Handschuh aus feinstem Material. Es sieht aus wie etwas, das Edelgard gehören könnte. Ah, okay, werde ich dann noch mit ihr sprechen, ja? My central duty as a noble is to protect the common folk. I abhor those like Lord Lenato, who deliberately shatter the peace. Utterly disgraceful. Er muss seine Gründe haben. Ich hoffe, niemand wird verletzt. Ja, da würde ich ja mitfühlend mit ihm sein. Das will ich nicht. You have a kind soul, Professor. Now I feel a little sheepish for showing anger and not empathy. I apologize for my impetuousness. Ja, schon okay. Hier ist noch ein Item übrigens beim Übungsplatz, sehe ich gerade. Ein ramponierter Mantel. Ein Mantel mit vielen Löchern. Gehört vermutlich jemandem, der oft in Kämpfe verwickelt ist. Ja, aber ich habe doch auch schon den Knopf... Was habe ich denn jetzt da eigentlich alles? Ich habe doch den Knopf auch schon. Warte mal kurz. Was ist Ambrosia eigentlich übrigens? Was ist das? Heilkraut, das zu Körpersalbe verarbeitet werden kann. Erhöht Verteidigung dauerhaft um 1. Dauerhaft um 1. Wo habe ich das her eigentlich? Keine Ahnung, aber ist okay. Nee, ich will... Warte mal. Wo wird das eigentlich aufgelistet? Hier. Diese Sachen, die ich jetzt gefunden habe. Wo ist denn das? Lagerhaus? Ah, hier ist es wahrscheinlich irgendwo. Genau hier, okay, die verlorenen Items, okay. Und die muss ich dann irgendwie halt zurückbringen. Ja. Was ist eigentlich da? Das ist einfach ein Geschenk, was ich jemandem geben kann. Irgendwem. Okay. Aber egal, erstmal Edelgard. Even within the Knights of Seros, Catherine is the strongest. Why not seek her out as a... Okay, wie kann ich jetzt ihr ein Item eigentlich geben, ist die Frage. Das habe ich noch gar nicht rausgefunden, nämlich. Achso, ich... Warte mal, muss das... quasi Byleth bei sich haben, als ausgewähltes Item? Warte mal, das muss ich jetzt mal kurz checken, wie das geht. Nicht alle lagern. Aber hier eins mitnehmen. Aber die sind ja nicht hier. Diese komischen Items, die ich gefunden habe. Hä, wie kann ich denn jetzt Edelgard das zurückgeben? Das würde ich jetzt schon gerne wissen wollen. Wartet mal. Ja, keine Ahnung. Ihr dürft mir gerne schreiben, wie man Items zurückgibt, weil ich bin dafür offensichtlich zu blöd. Obwohl ich ja das für Edelgard habe. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das ihr zurückgeben kann. Naja. Professor, about this month's assignment. Raising an army against the church? Really? Though it looks like we won't be fighting, it's still quite unsettling. My understanding is that it will all be subdued rather quickly. Wir müssen nicht kämpfen, mhm. Das glaube ich auch. Sondern hier kann ich die nächste Quest annehmen von Mercedes und Annette, glaube ich. I've heard whispers about Lord Lenato. They say he's a very kind and gentle lord. Why would such a kind man suddenly raise an army? Oh, Professor. You were working late last night, weren't you? You shouldn't overdo it. A ghost might rise up from the well to get you if you stay up too late. Or so I'm told. Okay. Ich meine, Mercedes wäre eigentlich auch ganz cool. Sie ist ja ziemlich sicher eine Magierin, eine Heilmagierin. Das wäre auch vielleicht nicht so schlecht, sie dann zu rekrutieren später mal. Aber ich werde zwar am Ende nochmal überlegen. Bevor ich die Erkundung beende, werde ich mir überlegen, wen ich mitnehmen will. Aber erstmal Quest anzeigen. All jene, die Sorgen und Ängste mit sich rumtragen, besuchen manchmal den Dom, um dort um Rat zu bitten. Wie wäre es, wenn du dem Problem dieser Leute dein Ohr leihst? Sprich mit der Beraterin im Dom und leihe den Sorgen der Leute im Kloster dein Ohr. Um alle Probleme zu lösen, wirst du allerlei Leute besser kennenlernen müssen. Okay? So, dann Annette. To be honest, I felt a bit lost here at the monastery. At a loss for what to do. Thankfully, a sweet young girl reached out and offered her help. I believe she's Sedith's little sister. Okay. Gut. What about... Professor, have you seen Felix around? I swear, as soon as you take your eyes off him, poof, he's gone. Ich habe ihn auf dem Übungsplatz gesehen. Ich bin ihm im Speisesaal begegnet. Ich bin mal ehrlich. Ah, of course he's there. Sorry for bothering you, Professor. Thanks. Okay, ich habe jetzt Glück gehabt, dass ich zuerst mit Felix gesprochen habe, weil sonst hätte ich jetzt raten müssen. Okay. Ja, passt.
Greetings, Professor. Nothing to report. Wie immer. Have you talked with Catherine yet? If the knights are the cream of the crop, she's the cream of the cream. And that relic of hers. I hear it's nothing short of amazing. Okay. Aber ich würde erstmal sagen, Leute, das war's hier für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Three Houses. Beim nächsten Mal geht's da Kunden noch weiter. Hilda haben wir gefunden. Beim nächsten Mal werde ich auch dann einiges noch machen. Erstmal die neue Bataillonsgilde erkunden, die neuen Orte hier erkunden. Wir haben sogar jetzt übrigens schon, glaube ich, alles freigespielt von der Karte, so ziemlich. Wir können, ja, noch nicht ganz. Das zweite Obergeschoss zum Beispiel noch nicht. Und da fehlt noch so ein kleines Eckchen, da rechts oben. Ja, Aktivitäten werden wir auch machen, wahrscheinlich Essen und den Chor auch. Und da oben ist noch so ein Briefsymbol, was irgendwas Neues ist. Aber das hat auch mit der Quest zu tun. Die Quest werden wir halt noch erfüllen. Also beim nächsten Mal gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun, das ist ganz klar. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Reach for my hand.